Ich glaube, es war Jasmin. Ausnahmsweise bin ich mal nicht zu spät. Ich kann es kaum erwarten, Tiffany ihr Handy zurückzugeben. Ich sehe sie auf der Bank sitzen, wo wir sie auch schon beim ersten Mal getroffen haben. Ich gehe lächelnd auf sie zu und winke mit dem Handy. Sie springt auf und läuft auf mich zu. Laila, ist das mein Handy? Ja, Handy und ich haben es gefunden. Sie macht Luftsprünge vor Glück. Oh, danke, danke, danke. Du kannst dich auch bei Henry bedanken. Ich weiß nur nicht, wo er steckt. Ach, das werde ich. Aber du solltest weiterhin aufpassen. Wir haben zwar das Handy gefunden, aber nicht den Dieb. Okay. Ja, früher war das noch nicht so, ne? Da hatte nicht jeder ein Smartphone. Da hat man so eine alte Krücke gehabt und die hatte man eh in der Hosentasche. Ach, mein gutes Siemens C25. Na, damals, als Handys noch Tasten hatten. Und Antennen. Hallo zusammen. Heute habe ich eine besondere Aufgabe für euch. Ihr sollt eine Hausarbeit vorbereiten. Nehmt das nicht auf die leichte Schulter. Die Bewertung wird eure Note stark beeinflussen. Ihr werdet zu zweit mehrere Monate an dem Referat arbeiten. Bis Anfang April solltet ihr mir dann eine komplette Ausarbeitung geben. April? Das ist doch noch lange hin. Es ist erst November. Ich bitte euch, euch auf die Liste, die ich herumgegeben habe, herumgeben werde, ein aktuelles Thema auszusuchen. Ihr habt 2 Minuten, um einen Partner zu finden. Ach du Scheibenkleister. So ein Mist. Clement, Jasmin und ich sehen uns an. Tja, sie sind ja zu dritt, ne? Wer von uns dreien bleibt allein? Die anderen Teams in der Klasse finden sich schnell und die Schüler fangen an, sich lautstark zu unterhalten. Nur Henry bleibt wie immer brav auf seinem Platz sitzen. Clement, Jasmin, bildet durch ihr eine Zweiergruppe. Was? Aber, und du? Mit wem arbeitest du zusammen? Ich hab da so eine Idee. Mit Henry. Ja, genau. Du bist so durchschaubar. Guck doch mal, er ist ganz allein. Einer von uns dreien wird also mit ihm arbeiten müssen. Und weil ich mich am besten mit ihm verstehe? Bist du sicher, dass das klappt? Nur weil er in den letzten Tagen neuerdings mit dir redet, heißt das nicht, dass ihr die besten Freunde werdet. Ja, ich weiß, aber gibt es eine Alternative? Nee, nicht wirklich, ne? Genau. Ich stehe auf und gehe zu Henry. Ach ja, Henry. Ach, die arme Sau. Er dreht sich überrascht zu mir um. Ja. Würdest du mit mir zusammenarbeiten? Hast du Mitleid mit mir? Ich stelle mir die Fäuste in die Seiten. Nö. Oh nein, nicht schon wieder die Leier. Clement, Jasmin und ich sind zu dritt. Die Teams sollen aber nur aus 2 Leuten bestehen. Verzeihung. Also muss sich einer von uns dreien opfern und mit dir eine Zweiergruppe bilden. Und du kennst ja mittlerweile meinen Heldenmut, stimmt's? Meine Offenheit überrascht ihn. Ein Opfer also? Ja, genau. Es ist, wie du siehst, also nicht aus Mitleid. Ist es so schlimm, mit mir arbeiten zu müssen? Er lächelt, während er das sagt. Das weiß ich noch nicht. Ich lasse mich mal überraschen. Ich bin gespannt. Also, was sagst du? Ich fürchte, du hast sowieso keine Wahl. Tut mir leid. Er hält mir die Hand hin. Einverstanden. Ich schüttle ihm die Hand. Na, manchmal sind noch Übersetzungsfehler drin. Er hat große Hände, kräftig, warm und ein bisschen rau. Glodeckelhand. Oh mein Gott. Hat ihr deinen Partner gefunden? Sehr gut. Dann setzt euch jetzt bitte nebeneinander. Daran habe ich nicht gedacht. Mein Platz gefiel mir gut. Ich sehe, dass Clement es sich schon auf meinem Stuhl bequem gemacht hat. Er macht mit der Hand ein Zeichen in meine Richtung, wie Kate Middleton, die eine Menschenmenge grüßt. Er grinst mich vielsagend an. Ich nehme meine Sachen und setze mich zu Henry, ganz nach vorn.
Ich saß noch nie freiwillig so nah an der Tafel. Man merkt mir an, dass ich genervt bin. Henry scheint das lustig zu finden. Du wirst sehen, das hier ist der beste Platz. Ah ja, sie ist doch eh so, ne? Ein Fan von Herrn Novara. Ich liebe deinen Humor. Oh Gott, das hat sie jetzt nicht wirklich gesagt. Der Lehrer gibt die Themenliste herum. Überfliege die Liste. Natürlich sind die Themen Videospiele und Nagellack nirgends zu finden. Tja, blöd gelaufen, würde ich sagen. Schade. Die aktuelle Entwicklung der biologischen Landwirtschaft. Was? Würde dir das Thema gefallen? Ehrlich gesagt, nein. Also, ich weiß nicht. Gibt es nichts Lustigeres? Vielleicht, aber die lustigen Themen werden alle nehmen. Ich glaube, das Beste wäre, ein Thema zu nehmen, das keiner will und es interessant zu machen. Ja, keine schlechte Idee. Außerdem interessierst du dich doch auch für Ökologie und so etwas. Ja, wir haben schließlich beide das Buch Bad Food, Good Food. Einleitung für eine bessere Landwirtschaft gelesen. Das ist doch schon mal eine gute Basis. Ich denke einen Moment nach. Stimmt. Er hat nicht ganz Unrecht. Wir gucken mal noch schnell ins Handy, ob es noch irgendwelches gibt. Hey Laila, nochmal danke für das Handy. Ich bin so froh, dass ich es wieder habe. Gern geschehen. Bleib lieber doch hier im Norden. Achso, da wo er im Urlaub war, bei seinen Freunden. Wie kommt... ja, es ist cool, die Cousins wiederzusehen. Wie kommt man denn auf sowas? Sport? Nee. Jasmin und du fehlt mir trotzdem. Reicht dir der Sport nicht? Wir reden hier nicht genug über Nagellack. Ich brauche das. Wir reden schon auch über andere Dinge. Als ob. Über was denn zum Beispiel? Über Jay. hattet ihr auch noch was im Urlaub geschrieben? Shopping-Nachmittag war toll. Oh Gott, nee. Bei Nathan gucken wir nicht mehr rein. Okay. Ich bin bei meinen Eltern von klein auf mit diesem Thema in Kontakt gekommen. Ach ja, okay, ich vertraue dir. Sein Gesicht hält sich auf. Und habt ihr beiden euch für ein Thema entschieden? Ja, wir würden gerne das Thema die aktuelle Entwicklung der biologischen Landwirtschaft nehmen. Nun strahlt auch mein Lieblingslehrer. Alle scheinen heute glücklich zu sein. Ah, sehr schön. Ich freue mich, dass jemand dieses Thema wählt. Ihr seid übrigens die Einzigen. Ich bin schon gespannt auf eure ersten Vorschläge. Bevor ihr anfangt zu arbeiten, solltet ihr den Aufbau festlegen. Er geht weiter zum Nachbartisch. Sieht aus, als fändest... was? Sieht aus, als fändest du unseren Lehrer toll. Ups, offensichtlich hat mich mein Gesichtsausdruck verraten. Ich werde rot. Natürlich wird sie das. Solche Bemerkungen nerven mich, aber gleichzeitig lachen Clement, Jasmin und ich oft darüber. Aber wenn es von Henry kommt, irritiert es mich irgendwie. Nein. Er schenkt mir ein vielsagendes Lächeln. Ja, ja. So, sieht aus, als hätte Clement auf ihn abgefärbt. Hey, die haben sich noch nicht mal wirklich miteinander unterhalten. Ich mag ihn eben einfach als Lehrer. Er ist anders als die anderen Lehrer und sehr intelligent. Aha. Man findet nur selten Schülerinnen, die Fans ihrer Lehrer sind. Normalerweise gehen die Schüler den Lehrern aus dem Weg, um nicht als Schleimer zu gelten, wenn sie sich mit ihnen unterhalten. Das klingt nach eigener Erfahrung. Offensichtlich hat er das Wort Schleimer schon öfters zu hören bekommen. Ja, denke ich auch. Ich aber noch nie. Obwohl die ganze Klasse von meiner Bewunderung für Herrn Novara weiß, hat noch niemand eine solche Bemerkung gemacht. Wir hatten schon im letzten Jahr bei ihm Unterricht. Ich schätze ihn seitdem sehr. Sein Unterricht ist der einzige, in dem ich mich nicht zu Tode langweile. Ja, verstehe. Er ist wirklich eine interessante Persönlichkeit. Ich finde ihn toll. Aber es ist nicht mehr als Bewunderung. Also, du verstehst schon, oder? Er ist einfach ein toller Lehrer, den ich sehr schätze. Ach ja, ich bin nicht... Also, du verstehst mich schon richtig, oder? Er lächelt mich an. Ich glaube, ich habe zu viel gesagt. Ja, ja, du brauchst dich nicht zu rechtfertigen. Ich hab's verstanden. Klar. Ich sollte lieber das Thema wechseln. Möglichst schnell. Also dann, zu dir oder zu mir? Wie bitte?
Naja, in der Bibliothek dürfen wir uns nicht unterhalten. Wir brauchen einen gemütlichen Ort, an dem wir diskutieren und arbeiten können. Deshalb frage ich, ob wir uns dazu lieber bei dir oder bei mir treffen sollen. Wir können uns Samstagnachmittag bei mir treffen. Da sind meine Eltern und mein Bruder zwar auch da, aber das ist kein Problem. Daran hatte ich noch gar nicht gedacht. Tja, da war sie schon mal einen Schritt weiter. Keine Sorge, ich werde nicht alle deine Samstage blockieren. Aber wir müssen uns auch außerhalb des Unterrichts treffen, wenn wir diese Arbeit gut machen wollen. Ja, ja, das ist klar. Wir könnten uns am Samstag um 14 Uhr bei dir treffen. Super. Das ist meine Nummer. Schick mir ein SMS, dann habe ich auch deine. Sie tauschen Nummern aus. Der Gong läutet zum Ende der Stunde. Wir gehen hinaus. Ja, 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 ja. Und so geht's los. Und, wie lief es mit Henry? Dieser, wie lief's? Sehr gut. Welches Thema habt ihr gewählt? Die aktuelle Entwicklung der biologischen Landwirtschaft. Klingt echt spannend. Mach dich ruhig lustig. Herr Novara war jedenfalls begeistert von unserer Wahl. Nur dann. Alles andere hätte mich auch gewundert. Und was habt ihr genommen? Die Kriege von heute. Nicht schlecht. Und was werdet ihr tun? Trefft ihr euch außerhalb des Unterrichts? Jasmin lächelt mich an. Ja, er kommt am Samstagnachmittag zu mir. Wow, ihr verliert echt keine Zeit. Natürlich nicht, wir wollen ja auch die beste Note der Klasse bekommen. Ihr meint es ernst. Wenn es um Herrn Novara geht, meint es Laila immer ernst. Falls ihm eines Tages auffällt, dass sie ein Hirn hat und volljährig ist, kann er sie rechtmäßig heiraten. Das heißt rechtmäßig, Idiot. Ist doch dasselbe. Und mit dem muss ich diese wichtige Hausarbeit schreiben. Schon gut. Jasmin und ich lachen. Unser guter Clement ist beleidigt. Naja, war nicht sehr nett, ne? Eieieiei. Laila? Hey, Tiffany, alles gut bei dir? Ja, ich weiß immer noch nicht, wie ich dir danken soll. Ach, mach dir keine Sorgen. Ich hätte nur zu gerne gewusst, wer es war. Genau, also auf meinem Handy habe ich ein Foto gefunden, das ich nicht kenne. Es ist nicht viel zu sehen, aber ich dachte, das würde dich vielleicht interessieren. Oh, ja, unbedingt. Kannst du es mir schicken? Natürlich. Sie holt ihr Handy heraus und schickt mir das Foto. Man erkennt wirklich nicht viel. Aber dieses Stück von einem Jogginghosenanzug würde ich unter Tausenden wiedererkennen. Aha, Remy. Das ist Remys Jogginghosenanzug. Ach ja, und somit können wir ihn... Also zumindest ist er nicht der Täter, aber er ist auf dem Bild, ne? Mama, wir müssen für Erdkundegeschichte eine große Projektarbeit schreiben. Das geht über mehrere Monate. Und wir sollen in Zweiergruppen arbeiten. Aha. Kann mein Partner am Samstag zum Arbeiten vorbeikommen? Ja, kein Problem. Um wie viel Uhr denn? Um 14 Uhr. Wir stören euch auch nicht. Aha. Okay. Danke, Mama. Jetzt mal aber ein kurzes Gespräch. Ich hätte dich mal gefragt, wer der Kollege ist. Ich habe schweißnasse Hände. Entspann dich, Henry kommt bald. Ich gerate in Panik. So ein Mist, das ist doch nicht das erste Mal, dass ich mit jemandem aus meiner Klasse eine Hausarbeit schreibe. Ja, klar, ich bin nicht nur deshalb nervös. Die Aussicht darauf, mit ihm allein zu sein, hier, bei mir zu Hause. da ist er. Ich laufe aus meinem Zimmer und wäre beinahe hingefallen. Du spinnst doch wirklich, Laila. Beruhig dich endlich. Ja, du spinnst. Alex war schneller. Er öffnet gerade die Haustür. Eieiei.
Was suchst du denn hier?